Ich gehe jetzt im Dunkeln in meinen Gemüsegarten, in mein Kräuterbeet, um Waldmeister zu ernten. Bei Waldmeister darf man nur bei Vollmond. Stimmt, ja. Nee. Und nach 3 Mückenbissen. Warte. Muss aufpassen, bevor er aufgeblüht ist. Müsst ihr schön darauf achten, er darf noch nicht aufgeblüht sein. Ja, sonst kriegt ihr grüne Füße. Nein. Ansonsten bleibt der Geschmack nämlich weg. So. Ist man denn geschmacklos? Hau ab. So ihr Lieben, wir haben es gleich 2.30 Uhr am Morgen. Ich werde meinen Waldmeister, den ich in der Nacht geerntet habe und eingefroren habe, jetzt aus dem Kühler holen, um ihn in ein ausgewaschenes Spargelglas mit etwas Wodka anzusetzen. Glaubt mir, wenn man um 21.30 Uhr zu Kaufland fährt, in seinem Korb eine Flasche Wodka hat, eine Flasche Wein, diesen brauchen wir auch für die Maibowle, und Prosecco, dann denken die Männer, da geht doch noch was heute. Und schleichen ein durch alle Regale hinterher. Und die Frauen nehmen ihre Männer ganz dicht beiseite. So nach dem Motto, an die irre Katzenfrau gehst du nicht. Weil ich hatte auch Katzenfutter im Wagen. Und Orangen. Und ein wunderschönes, wie heißt das Ding? Bäumchen, Moment, mit Tannennadeln, eine Wachsblume, zeig euch morgen. Jetzt holen wir erstmal den Waldmeister aus dem Kühli. Da ist er. Oh, und der riecht so. Hier, habt ihr Duft. Ich hab den schon gleich zu kleinen Bunden. An der Schnur. Ihr könnt ihn auch über Nacht trocknen lassen. Der muss den Duft entfalten. Mhm. Oh. Mhm. Ihr dürft bloß nicht zu viel nehmen. Das gibt Kopfschmerzen, schwöre ich euch. Ach ja, ich hatte ja vorhin beim Pflücken gesagt, vor der Blüte. Das liegt daran, damit eben Waldmeister Kumarin ist. Und dieses Kumarin, dieser Geschmack, wird nur entfaltet, besonders gut, wenn die Blätter trocken oder ja, getrocknet wurden. Beim Einfrieren passiert genau das Gleiche. Man darf darum auch nicht zu viel reinmachen. Wie gesagt, gibt einen dicken Kopf. Diese Maibowle, Maitrank, wurde auch immer in den im Kloster verabreicht, wegen seiner anregenden Wirkung. Mhm. Meine Kamera war wieder der Meinung, sie müsste verschwommen sein. Warum auch immer. So. Alkoholiker können die Werte kriegen, ich will verdammt. Eigentlich setzt man 1 Liter Wasser. Ach Quatsch, 1 Liter Wein. 250 Milliliter. Wodka, falls man ihn aufbekommt. Ach, da ist ja eine Lasche. Mm. Schön. Lasche abgerissen. Griechisch schon. Oh.
Eine Flasche Weißwein, 250 Milliliter Wodka, damit mit der Waldmeister angesetzt. Ein Bund. 5 Stiele habe ich drin. Man kann natürlich auch ein bisschen mehr nehmen. Einige machen 2 Bünde rein. Bunde. Und dazu 5 bis 6 ausgepresste Orangen. Natürlich auch die Filetstücken von der Orange. Und 2 Flaschen Prosecco. Ich mache aber von allem ein bisschen weniger. Wie immer frei nach Schnauze. Ja. Reicht. Komm, mein kleiner Waldmeister. Versucht die Stiele da drin nicht einzutauchen. Weil dann kann es richtig Kopfhauer geben. So. Da schwimmt unser Waldmeister im Wodka. Den stelle ich jetzt, man kann ihn so 5 bis 6 Stunden kalt stellen. Ich stelle ihn über Nacht, naja, von 2:30 bis morgen früh. Stelle ich ihn halt kalt. Und dann geht's weiter. So, wir wollten ja unsere Maibowle weitermachen. Mache ich mal ein Stück runter. Dort seht ihr mich nicht. So, ich mache 2 verschiedene. Hier kommt die rein mit Wodka. Da ist unser angesetzter Wodka von heute Nacht. Alter Schwede. Mach mal nicht ganz so viel davon drin. Hier wird die klassische Maibowle nämlich angesetzt. Zu viel. So. In der klassischen. Das Kumarin, das haut drin. Wartet. So. Komm rein. Nach Möglichkeit nicht die Stiele, weil die haben Bitterstoffe. Mal wie beim Teebeutel. Selbst der Teebeutel fällt mir noch in Wasser. So. Das lassen wir jetzt 20 Minuten ziehen. Umso länger ihr das macht, umso mehr Geschmack kriegt das. Aber wie gesagt, nicht zu lange, nicht länger als eine halbe Stunde. Und in dem hier machen wir ein paar Orangen rein. Und natürlich auch den Saft. Riesenstücke machen, sonst kriegt die Kehle im Mund. Ihr macht natürlich so viel rein, wie ihr möchtet. Und ihr könnt natürlich auch ein richtiges Bowlegefäß nehmen. Da ich mir so viel mache, wollte ich das nicht.
nicht sauer. Ich liegt an der Orange. Glaub mir. Da ist ein Stück Schale mit rein. Nicht. Nicht. So. Die Orangenschalen könnt ihr nachher nochmal zum Putzen verwenden. A, duftet das schön und B, die Säure da drin macht alles schön sauber und ganz natürlich. So. Mal nicht zu viel, ansonsten schlüpft sie nicht mehr. Nur eine Orange. So. Und dann kommt natürlich noch ein bisschen etwas Vanillezucker. Ein bisschen noch. Eine kleine Prise. Sofort. Der Gatte grillt. So. Kühlschrank. Wird nachher mit Prosecco aufgefüllt. Hier. Und. Hier. Das kommt auch für 20 Minuten in Kühli. So. Wir möchten unsere Maibowle verkosten. Mhm. Obwohl es April ist. Ja. Die klassische mit Wein. Das ist die mit Wodka. Du kannst schon mal diese Flasche Sekt aufmachen. Oder Prosecco. Nicht jemand sagt, seid ihr doof, ihr wisst ja nicht, wie das heißt. Ich bin natürlich wieder mal das Aufmachding-Ding. Wie immer. Das ist der teure. Ja, das ist der teure. Extra. Hm? Ein Verschluss unter dem Verschluss? Mhm. Echt jetzt? Tatsache. Was ist das denn hier noch? Was ist das denn? Was ist das denn? Schraub. Aha. So. Die kommt da rein. Die kommt da rein? Ja. Alles? Ja. Natürlich standesgemäß, ne, in meinem VIP-Glas. Mm-hmm. Jetzt gieße ich erstmal alles daneben. Mm-hmm. Probier mal erst. Probier mal erst. Geruch, sehr gut. Hat eine leichte weihnachtliche Note. Weihnachten? Weihnachtlich. Naja. Aber ist total lecker. Als wenn so leichter. Oh ja. Zimt, Birne. Ist aber der Waldmeister. Das hat Kumarin, was da drin ist. Ach so. Ah, total lecker. Ich probiere. Also fällst du gleich in Koma. Ja. Du hast das Schwenken vergessen vorher. Ich finde, der schmeckt nicht viel anders. Obwohl da kein Wodka drin ist. Doch, der schmeckt fruchtiger. 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 Wir lieben fruchtiger. Mhm.
dein Glas her. Wir können auch mal mischen. Jo. Wein mit Wodka. Mhm. Ich gehe davon aus, ich werde nach Hause getragen. Warte. Sollen wir vorher den Notarzt rufen? Nein. Soll ich die Antikörper anbauen? Nein, alles gut. Warte. So. Prost. Prost. Auf die Maibohle. Prost. Lecker. Können wir wieder nachts rausgehen und ernten, wie gestern Nacht. Beim Nachbarn in Jatten, oder wie? Du hast einen längeren Arm. Der den roten? Wir trinken noch. Habt noch einen schönen Abend.